Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge zu Rudi der Vampir. Ich bin Daniel von SimFancy und mit dabei ist heute auch wieder der Bene aus dem Team. Hi. Hallöchen zusammen. Ja, wir sind hier in der Welt hier am Forgotten Hollow aus dem Diesen für Vampire Gameplay Pack und letztes Mal sind wir hier mit Rudi stehen geblieben und eventuell Vegetarier-Sim, ne? Ah, ja, das stimmt. Wir haben extra die Bäumchen angebaut. Ja, und wir haben uns letztes Mal auch die Vampirkräfte angeguckt, was wir denn da noch so alles machen können. Und die Bäumchen, die wachsen aber noch gar nicht. Die müssen wir noch einen Profigärtner engagieren, aber dafür haben wir auch kein Geld. Was passiert da eigentlich, wenn wir da einen engagieren und der kommt hier erstmal gar nicht rein durch den Zaun und wir haben auch kein Geld, den zu bezahlen? Das ist eine gute Frage, was er da macht. Das probieren wir aus, oder? Ja. Oh, Rudi brutzelt hier schon wieder in der Sonne. Oh nein. Hey, hallo, ich bin mein Gärtner. Scheint am Mittwoch um 9.05 Uhr, das ist ja heute. Sag doch gleich heute. Wir fliegen mal hier hin. Wir fliegen auf jeden Fall mal erstmal rein. Ach, nee, wir sind ja extra hier, sonnenanfällig. Das ja. Heißt, wir brennen nochmal schneller. Oh, da gibt's noch Macaroni mit Käse. Die sind noch vom Einzug, oder? Die sind schon ein bisschen älter eigentlich, ja. Das können wir mal aufräumen, das können wir eh nicht mehr essen. Wir haben jetzt unsere Plasmafrüchte und heute wollen wir mal probieren, dass wir die Olle, wie heißt sie denn nochmal? Lilith. Lilith, genau, die Lilith hier. Dass wir die mal ein bisschen rumkriegen hier, die Meistervampirin. Wir machen mal hier, bitten auf aktuellem Coach, wir machen mal plaudern. Mhm. Müssen wir mal ein bisschen höher machen und dann müssen wir, ich glaube, wir gehen zum Schloss, ne? Ja. Zu diesem Vampir. Zu Vlad wieder. Vladislaus Straut. Ist auch ein Zungenbrecher, oder? Tja, ist halt ein etwas älterer Name. Ja. Wobei Lilith Valtore aber für die Deutschen ja auch schon fast wieder Zungenbrecher ist. Ja, ja. Hallo, ich würde gerne hier kommen, hier mit dir zu dem Vlad. Wir wollen im Sarg ein Techtelmechtel haben. Rudi ist ja jetzt auch Vampir geworden. Das heißt, er hat ja dann auch so gewisse Vorzüge, die sie doch schon schätzen könnte, oder? Besondere. Bene. Schon vorher besondere. Ja. Eigenschaften. Wie auch immer, dass man ihn besonders gern hat. Als ja, Obdachlosen. Aber es wär doch mal witzig, wenn Rudi ein Baby hätte. Als Obdachloser. Es wäre so eine ne, Obdachlos hier Challenge und dann hier oben irgendwie so mit Baby Obdachlos. Ne. Soll er nur froh sein, dass er kein Kindergeld zahlen muss. Ja. So, da ist sie schon hier. Komm, wir müssen rein. Wir brutzeln, obwohl wir im Schatten stehen. Wir müssen rein. Schnell. Schnell, schnell. Kommt rein. Oh, die kann hier so schnell sprinten, ne? Das ist so krass. Wobei die sprintet. Unsere Fledermaus ist cooler. Ja, das stimmt. Aber wir brauchen, glaube ich, auch mehr Kräfte wie sie, ne? Ja, ja. Wo ist sie denn? Ist sie schon hier zum Sarg runtergehuscht? Nee, ne? Ah, der spielt heute da unten. Oh, da springt sie rum hier. Ich habe es gerade gesehen. Da, weißt du? Treppe hoch. Ist gerade die Treppe hoch, ganz schnell. Müssen wir mal gucken, wo die jetzt ist. Ist ja blöd, die findet man ja gar nicht hier. Gut versteckt. Überleg mal, wir würden eben die Schöne und das Biest Schloss spielen. Wo ist sie denn jetzt? Ist er abgehauen? Mann. Hä? Hey, wir wollen dich rumkriegen. Du musst doch jetzt irgendwo sein. Da ist sie doch. Ach, jetzt steht sie da wieder. Kurz einen Snack geholt. Oh, die Mystik ist ja so schrecklich hier, ne? So. Umarmen. Komm, das muss gehen. No. Die reden schon wieder über Müll. Aber es ist auch überhaupt noch kein. Du kannst beste Freunde werden. Kannst du mal fragen. Nee, die sollen ja nicht Freunde werden. Die sollen ja hier Nummern austauschen. Ja, gut, aber wenn sie beste Freunde sind, dann ist schon mal ein bisschen noch vorteilhafter. Glaubst du, das bringt was für eine Beziehung? Vielleicht, ja. Ich mach mal flirten. Ganz klassisch einfach flirten, oder? Komm, das machen wir. Hallo, und du bist so hübsch. Rudi, du schlimmer, du. Du schlimmer Finger. Du schlimmer Vampir. Anmachspruch.
Willst du mit mir sergeln? Oh nein, willst du nicht. Ach, noch nicht. Glaubst du, das bringt was, beste Freunde, um dann eine Beziehung aufzubauen? Ja, würde ich sagen. Machst du Beziehungen mit deinen besten Freunden? Rudi und Lilith werden beste Freunde. So, und jetzt kannst du rangehen. Das ist was für eine neue Erfindung beschreiben. Romantik. Wir wollen schnelle Wiedergutmachung erstmal. Keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben, aber okay. Wir waren zu forsch, zu schnell rangegangen. Ja, ja. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Ist das vielleicht? Oh, hallo. Nein. Oh nein. Vielleicht ist es doch nicht ihr Bruder. Wir machen mal eine Vampiraktion. Ich bin wieder zu schnell, ne? Oh. Vielleicht ein bisschen, ja. Oh, Bewunderung ausdrücken, das ist doch toll. Und Dimba? Dimba Kamba. Komm, wir lernen die erstmal kennen, oder? Wir machen zusammen ein Foto hier vor dem Sarg. Wahrscheinlich gucken die dann wieder Richtung Wand oder so. Vermutlich, ja. Oder wir kriegen dann auch noch mit drauf. Ich mach die hier Sport hier. Oh nee, der spielt schon wieder diese schreckliche Musik hier. Oh. Es ist dein Haus, er darf spielen, was er möchte. Ja. Das hat es ja wieder gar nicht geklappt hier, Mensch. Wie mache ich das Spiel? Wo kann man jetzt Foto machen hier? Da. Ja. Machst du ein Foto mit mir zusammen? Hm. Ja, können wir machen. Ja, doch. Shanti. Ich bin auch drauf. Ich hab den frischen Beißerchen hier. Wir müssen hier irgendwie weg mit der Musik hier. Das stresst mich total. Wir gehen mal hier rüber zum romantischen Sarg. Hier plaudern, genau. Meinst du, das reicht schon? Ja, ja, das reicht schon. So. Oh, die ist schneller. Die sind nicht so schnell. Hui. Und jetzt. Jetzt umarmen, komm. So, umarmen, komm. Oh, ja. Aber wir müssen aufpassen wegen der Sonne. Wir bleiben immer hier unten, oder? Für immer und ewig. Über Träume reden. Sind wir jetzt romantic? Ich will doch aber... Ich kann mir fragen, mal, ob sie Single ist. Das muss auch gehen. Ich glaube, das haben wir ja schon dreimal gefragt oder so. Nee, aber das steht ja gar nicht, oder? Doch, die ist Single. Ja. Okay. Haben wir schon gefragt? Ich weiß nicht. Ja. Wo springt die jetzt wieder hin? Oh. Oh, und weg ist sie. Na toll. Kann man die hier jetzt wieder einladen? Sie ist jetzt weggegangen. Wir wollten doch mit der in den Sarg hüpfen. Ah, so. Willst du nicht wieder herkommen? Wieso bist du einfach abgehauen hier, Mensch? Vielleicht ist dir doch eingefallen, dass sie doch einen Freund hat. Ja. Ist ein Vampir und kann im Augenblick nicht vorbeikommen. Ja gut, wir haben Tag, da kommen, gehen sie nicht aus dem Haus raus, ne? Ja, aber die sind ja schon, die war ja schon draußen, schon Mittag. Wir können die ja vielleicht wieder besuchen, oder? Ja. Keiner zu Hause. Keiner zu Hause. Wir besuchen die trotzdem. Ja, wir können es mal trotzdem versuchen. Ja. Ja. Ja, würde ich schon sagen. Letztes Mal haben die auch gesagt, die sind nicht zu Hause, aber die waren dann doch da. Ja, die sind nicht am Schlafen wahrscheinlich, deswegen haben einfach geschrieben, sind nicht zu Hause. Ja, ist aber schlecht, wenn da steht, sie nicht zu Hause. Sind die ja zu Hause. Nicht, dass wir jetzt gleich zu lange davor draußen stehen. Stimmt, wir müssen ja irgendwie rein. Aber wir haben doch die Kraft, dass wir die Türen öffnen können. Das hat letztes Mal nicht so gut geklappt, aber ich glaube, wir kriegen das noch hin. Wir müssen uns die Daumen drücken, Leute. Ja. Ladebalken, was ist los? So. Ja, ist aber schnell hier rein. Vampir, Zutritt gestatten für jeden außer... jeden. So. Hat sich jetzt auch gelohnt.
Ja, total. Türe aufgemacht. Hallo, Mora. Und? Ihr müsst gehen, ne? Ja. Jetzt ist er drin. Ja, sehr schön. Okay, dann, das sind sie doch. Guck mal, die haben uns verarscht. Ich sag's dir doch immer wieder. Die wollten dich einfach nur nicht sehen. Frechheit. Deswegen haben sie gesagt. Frechheit, Kräfte zeigen. Vielleicht können wir so ihr imponieren dann. Und gleichzeitig steigern wir auch so unsere Vampir-Erfahrung. Ah, das stimmt, genau. Ah, wir haben schon 2 Kraftpunkte wieder hier. Aber hat die einen Sarg? Nein, die haben keinen Sarg. Um Rat zu Biss-Technik bitten. Der kann langsam das mit dem Hashtag grün so, ne? Ja. Rudi, du bist gut. Rudi, du bist gut. Tag, schön. Taust beleidigen, wird sie über Affen machen. Das ist echt das krass. Wer denkt sich das denn aus? Über Affen, die armen Affen. Ja, Witz. Man macht doch über Affen keine Witze. Über Interessen reden, ne? Wir müssen erstmal hier Interessen hier irgendwie. Aber ihm passt auch nicht da, ne? Aber das ist der Bruder, also von daher. Ja. Er kann da nichts. Ja gut, vielleicht. Der kann auch was dagegen haben. Also. Ja. So, wir probieren es nochmal ein bisschen, ne? Mutiger Anmachspruch. Ja, aber es ist ja nicht mehr hier. Na toll. Ich probiere es mal, ob es trotzdem noch klappt, aber ich glaube nicht. Ja, wir haben kaum ein Ding hier, ne? Kimber, du bist sogar arbeitslos, weil wir eine Arbeitslose hier haben. Das ja, passt doch so, Rudi. Ja. Gosh of Webs. Gosh of Webs. Streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Wir brauchen mal eine Party hier. Ja, das stimmt wohl. Ist alles voll angestaubt. Ich mag dich an, Ketten im Sarg. Ulala. Ulala. Und der denkt hier an das Steak hier, was er nicht mehr essen kann. Kompliment über Hausmann. Dein Haus ist wunderschön. Ich will es haben. Schon wieder abgebrochen. Manchmal brechen die Aktionen einfach ab, oder? Ist das nur bei mir so oder ist das auch bei euch so? Das würde mich mal interessieren. Nie aufgefallen so irgendwie. Ja. Aber in letzter Zeit spiele ich auch nicht so häufig. Ja, bis Tiere kommen, ne? Oder bis die neuen Supernaturals kommen. Die Feen. Die Feen, genau. Und die Hexen. Die Hexen. Bitten einzuziehen. Aber dass sie dann bei ihm einzieht, ne? Sie zieht dann bei ihm ein, ja, genau. Nein, nein, ich will ja hier einziehen. Wir wissen ja, ob da los. Komm, wir probieren das jetzt nochmal. Ich muss jetzt ein bisschen in die Richtung gehen. Flirten. Kompliment über Aussehen machen. Ja. Ich glaube auch, das ist nicht so hart, ne? Ja. Ich rede jetzt über einen Frosch, das sieht aus wie ein Frosch. Ibarra? Wigtau? Die fühlt sich geschmeichelt. Ja, doch, das hat er wirklich nicht. Sul-Sul. Oh. Glorn. Klopf, klopf, Witz. Jetzt reden die schon wieder irgendwas anderes. Schlüpfrige Frage ist wieder zu hart, ne? Wenn du mutig bist. Machen wir mal flirten. So. Rudi. Hatte Rudi eigentlich schon mal eine Freundin? Ich glaube nicht, ne? Nein. Oh. Ist wieder abgebrochen. Für ewig alleine. Nicht so viel Sport irgendwie. Ja, nicht so ein sondern Faulpelz wie Rudi. Sollen wir ein Date mit ihr machen? Ein Date. Ein Date. Wenn das funktioniert. Verabredung bitten. Schnelle wieder gut machen. Also schon wieder was falsch gemacht. Ja, irgendwas. Irgendwas. Das klappt wieder bei mir nicht. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Das gibt's jetzt zweimal. Ja, das sehe ich gerade auch. Witzig, oder?
Welches willst du, das obere oder das untere? Wen das untere. Okay. Hey du, ich steh auf dich hier. Jetzt komm, sei lieb zu mir. Aber dann geht's so weiter, das ist jetzt nicht die Aktion. Die bestimmt genau, weil er kein Geld hat und nur Müll spielt. Das sagt er ja schon selber hier. Was hat sie überhaupt für Merkmale? Vielleicht ist sie ja irgendwie so aktiv, kreativ. Na gut, irgendwie bindungsphobisch oder so ist sie ja nicht. Aber das steht einfach nur gute Freunde. Nachbarin, Meisterin. Beste Freunde? Ja, das geht schon noch. Ja, guck, jetzt will die nur eine Freundschaft haben hier. Probier es mal mit dem Anmachspruch. Oh nee. Oh. Ah. Ja. Komm, wir machen mal Vampirkampf. Da steht die drauf. Wenn die so sportlich ist, dann müssen wir die. Gibst du einen romantisch zärtlichen Vampirkampf? Er ist sehr kokett. Jetzt kannst du ja loslegen. Das heißt hier, knuddeln. Knuddeln. Und sie ist auch kokett. Ja, sehr kokett sogar. Krass. Ja, dann. Willst du mit mir kämpfen? Hände küssen. Jetzt läuft's hier an. Jetzt läuft's hier an. Sag ich da. Du siehst aus wie ein Lama, Rudi. Oh. Und er denkt an Astronauten. Da oben gibt's aber viel Sonne. Oh, schön. Ersten Kuss? Das reicht noch nicht, oder? Ja, aber jetzt sind beide kokett. Das wir machen erstmal einen Kusshauchen. Kuchhausen. Ein Kuchhausen. Rose anbieten. Oh. Du. Jetzt aber erster Kuss. Vampirromantik. Du bist die Schöne und das Biest. Ja, beides zusammen noch. Ja. Hey. Jetzt hat's funktioniert. Ja, sehr cool. Hey, jetzt fliegt er weg. Duschen. Nee, oder? Nein. Gleich mal duschen. Geküsst, jetzt muss ich erstmal duschen. Ja, Hat jetzt eingeschlafen. Ja, das ist müde. Aber der braucht Vampirenergie. Ach, Rudi, jetzt wirklich, oder was? Also anstatt jetzt ins Bett zu gehen, legt er sich in eine Badewanne und pennt. Ja, geil. Oh, nee. Alles hier voll mit Kokett und du gehst schlafen. Was ist denn da mit deinem Beißerchen? Ja. Nötige Nahrung wegen dringendem Durst. Ach so. Ist Zeit für eine Mahlzeit. Das stimmt. Ja, wir können nicht schon wieder Bella besuchen. Wir nehmen mal wieder eine Plasmafrucht. Genau. Plasmafrucht. Und. Aber er möchte sein erstes Techtelmechtel haben. Ja. Wir brauchen also einen Sarg. Irgendwo. Bitte eine Freundin zu sein. Ja, jetzt aber ran da. Ja klar, jetzt komm hier. Sehr kokett hier, dann geht's hier los da rein. Lemsara. Oh, die Dusche leuchtet. Ah ne, es waren die Kerzen. Ich hab keinen Platz zum Fragen, ob sie Freundin ist. Ja, logisch. Ist meine Freundin sein? Ja. Juhu. Und hat geklappt? Nee. Cheap, gleich mal posten hier bei Instagram. So. Ich habe meine erste Freundin. Verführerisch sein. Und jetzt aber geht's los in den Sarg, würde ich sagen, oder? Die haben aber keinen. Ach ja, du musst ja erst zu denen hinfliegen wieder, zu Vlad. Ja. Stimmt. Wir gehen zu Vlad. Zu Vlad in die Vampir-Villa hier nach hinten. So. Mit der Lilith hier. Kriegen wir das noch hin heute? Ich mit meinem Glück immer und Beziehungen in den Sims. Ich glaube nicht. Ah, wir gucken mal. Jetzt sind die ja schon zusammen. Ja. Das wird schon. Ja, das wird schon. Die haben ja auch schon viel erlebt zusammen für Sims-Verhältnisse. Aber der Rudi kann ja gar kein Baby machen. Wieso? Weil man kann auch nur Techtelmechtel. Hä? Ist der impotent? Hoffe ich mal nicht, aber der kann ja nur Techtelmechtel auswählen, oder? Du müsstest dann ja sie spielen, um Baby zu machen, oder? Nee, wir können ihr ja ein Ei legen. Ja, geil. Oder? Aber wir machen jetzt einfach. Komm, wir nehmen natürlich den noblen Sarg da hinten. Ja. So, Techtelmechtel doch, mit. Doch, es geht. Du kannst sogar doch kannst Baby machen. Wir machen jetzt erstmal Techtelmechtel und wir fragen euch mal, ob ihr ein Baby Fruit wollt von Rudi. Das habt ihr dann aber auch die ganzen Folgen dann am Arsch dran. Oh, okay. Wow, yes.
kriegt ihr nicht mehr so schnell los. Yay. Hier, boah, sie sprintet hier und er fliegt hier wieder. Das ist schneller, guck. Sie, ja. Sie kommt aber auch. So. Jetzt aber. Oh, komm rein zu mir. Oh, mit dem Finger, ne? So. Ui. Also mir wäre das gruselig mit dem Ding da hinten. Ja, siehst du ja nicht. Das Deckel ist ja zu. Ja. Aber da ist überhaupt nicht genug Platz drin. Ja. Quietscht auch ziemlich. Und das bei so einem teuren Modell. Naja, ja, jetzt geht's hier los da rein. Ja, jetzt aber ist gut, komm raus. Was ist jetzt los? Stecken geblieben. Tada! Wobea! Oh! Holy, ne? Das war gut, Rudi. So, jetzt guckt ihr euch an und was jetzt? Küssen. Küssen. Genau. Ein Schmatzen auf die Wange. Jetzt haut die gleich wieder ab, bestimmt. Cool, wir haben es geschafft. Yay! Jetzt gehst du schlafen, Rudi, ne, oder? Ja, jetzt ist er müde davon. Ja, eingeschlafen. Kein Bock mehr, geh weg. Oh, du Arme. Was ist jetzt los? Was macht der jetzt da? Holt er eine Rose für mich? Nein. Er schläft jetzt. Eingeschlafen. Tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Du musst gehen jetzt. Ja. Wir gucken nochmal dann kurz bei den Vampirkräften, was wir da noch haben. Achso, wir haben nur 2 Punkte. Wir brauchen aber auch noch so ein bisschen. Dann haben wir ja die nächsten 2 Machtpunkte. Und dann können wir uns noch was Neues holen hier dazu. Ja. Yay. Wir müssen ja auch mal weißer Mann. Nächstes Mal geht's dann weiter mit dem Rudi und der Lilith. Ja, Meistervampir auf jeden Fall. Das ist schon die Challenge hier, ne? Ja. Yeah. Großmeister der Vampire, ja. Meistervampir ist vorletztes und nächstes ist Obervampir. Und momentan sind wir Vampir-Novize und das Kleine war frisch gebackener Vampir. Mhm. Gut, ja. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier mit Rudi und Lilith und vielleicht einem Vampirbaby, wenn ihr den mögt. Schreibt das mal in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao. Bis dann.